Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es rund um das Thema Powerbank. Weil es durchaus etwas kompliziert wird, erstmal ein Überblick. Zuerst zeigen wir euch, was eine Powerbank ist und für was man diese benötigt. Danach gehen wir auf die Funktionsweise ein und was Powerbanks voneinander unterscheidet. Zu guter Letzt bauen wir unsere eigene Powerbank, die jeder von euch nach seinen eigenen Vorstellungen bauen kann. Eine Powerbank ist eine wiederaufladbare Batterie mit einer Entlade- und Laderegelung für mobile Geräte. Das klingt jetzt etwas umständlich, ist aber nicht sehr schwer zu verstehen. Ungefähr vor 10 Jahren kamen die ersten wirklichen Smartphones auf den Markt und somit auch ein großes Problem, die Akkulaufzeit. Da nun der Funktionsumfang und die Ansprüche an der Hardware stark stiegen. Natürlich wurden auch die Akkus besser, dennoch kennt jeder von uns auch das Problem von den restlichen 5% Akkuladung. Die Lösung hierfür ist eine Powerbank. Mit dieser kann man unterwegs sein Smartphone und auch Tablet aufladen. Wenn wir uns mal von außen eine Powerbank anschauen, erkennen wir die USB-A-Buchse und eine kleinere Buchse zum Aufladen, meistens Micro-USB. An den USB-A-Buchsen könnt ihr eure Smartphones oder andere mobile Geräte laden. Interessant wird es umso mehr, wenn man die Powerbank von innen anschaut. Diese besteht aus drei Komponenten: der Akku, die Entladeelektronik und die Ladeelektronik. Anhand dieser Powerbank kann man dies hier gut erkennen. Die grüne Platte im Vordergrund ist die Platine mit der Entlade- und Ladeelektronik. Die Ladeelektronik braucht man, um die Powerbank über ein Micro-USB-Kabel wieder aufzuladen. Dies ist sehr wichtig, da mit Hilfe der Elektronik festgestellt wird, ob der Akku vollgeladen ist. Wenn dies nicht passieren würde, können die Akkus überladen werden, was sehr schädlich für die Akkus ist. Die Entladeelektronik ist dafür da, die elektrische Energie, welche in den Akkus gespeichert ist, für ein Smartphone nutzbar zu machen. Hierfür wird die Spannung der Akkus, welche bei 3,7 Volt liegt, mit einem Gleichspannungswandler auf die USB-Spannung, nämlich 5 Volt, erhöht. Sehr wichtig ist hierbei der Wirkungsgrad des Bauteils. Günstige Exemplare haben hier nur einen Wirkungsgrad von ca. 50%, jedoch sehr hochwertige Powerbanks haben bis zu 70%. Der Rest, zu den 100%, wird in Wärme umgewandelt. Deshalb gilt, eine gute Powerbank sollte nicht warm bzw. heiß werden. Jedoch, das wichtigste Bauteil ist der Akku. Als Akku werden sehr häufig ICR-18650 Zellen verbaut. Diese Zellen sind vom Akkutyp Lithium-Ionen und haben eine Spannung von 3,7 Volt. Interessant ist aber zu wissen, wie viel Energie der Akku speichert, denn dies ist das wichtigste Kriterium einer Powerbank. Spätestens hier denken viele von euch an die Kapazität, also Milliampere-Stunden bzw. Ampere-Stunden. Um es prägnant zu sagen, ist das leider falsch. Kapazität oder elektrische Ladung wird in Ampere-Stunden angegeben, das stimmt. Aber mit der Kapazität kann man nicht eine Powerbank vergleichen. Leider geben viele Hersteller auch nur diese Angabe an. Die richtige Angabe ist die Energie, welche die Powerbank speichert, die elektrische Energie. Mithilfe der Physik kann man diese leicht berechnen. Multipliziert man die Spannung des Akkus mit der Kapazität, kommt das Ergebnis die elektrische Energie heraus. Die Einheit hierfür ist Wattstunde. Mit diesem Wissen kann man jetzt ganz einfach die verschiedenen Powerbanks untereinander vergleichen. Wichtig ist nicht zu vergessen, den Wirkungsgrad mitzuberechnen. Dieser liegt, wie erwähnt, zwischen 50 und 70%. Zum Beispiel hier jetzt einmal mit dieser Powerbank. Die Powerbank hat eine Spannung von 3,7 Volt, die Akkuspannung. Eine Kapazität von 10 Amperestunden, nicht 10.000 mAh, sondern immer umrechnen in SI-Einheiten. Und einen Wirkungsgrad von, sagen wir mal angenommen, im Durchschnitt 60%. Wenn wir das jetzt hier in unsere Formel einsetzen, kommt 22,2 Wattstunden heraus. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie oft ihr euer Smartphone oder Tablet aufladen könnt, dividiert ihr die zuvor berechnete Energie der Powerbank einfach durch die Energie eures Smartphone-Akkus. Hier zum Beispiel 5,5 Wattstunden. Ergebnis, ihr könnt euer Akku bis zu 4-mal aufladen. Die Angaben zu eurem Akku im Smartphone findet ihr auch im Internet. So, das war jetzt viel Theorie, welche aber sehr wichtig beim Thema Powerbank ist. Aber jetzt kommt was Praktisches. Wir bauen eine Powerbank. Die fertige Powerbank sieht jetzt bei uns so aus. Aber ihr könnt diese selber konstruieren, denn das Wissen habt ihr ja jetzt. Gerade bei der Anzahl der verbauten Zellen gehen die Meinungen auseinander, jedoch kann hier jeder selber entscheiden, wie viel Energie er speichern will. Generell ist zur Powerbank. Die Powerbank hat hier auf der Seite drei USB-A-Buchsen, also einfach, wo man die Kabel reinstecken kann und kann hier laden. Jeweils 2 bis 3 Ampere Ausgang. Dann hier auf der Seite
hat die Powerbank eine Micro-USB-Buchse, daran kann man sie aufladen. Das Gute ist nämlich das an der Powerbank, was sie ein bisschen unterscheidet unter diesen, wo man kaufen kann. Jede einzelne Zelle, in diesem Fall jetzt 4, hat ihren eigenen Laderegler. Die sind alle an diese Buchse angeschlossen und somit können jede Zelle einzeln geladen werden. Und deswegen ist die Powerbank um einiges schneller geladen wie jegliche herkömmliche Powerbank. Ein weiteres Feature der Powerbank ist, dass in diesem kleinen Gläppchen sich Zubehör befindet. Unter anderem ein Zigarettenanzünder, Ladeadapter, mit dem man die Powerbank oder auch das Handy direkt im Auto laden kann. Dann ein Multifunktionskabel. Mit einem ganz normalen USB-A-Stecker und den drei meistverbreiteten Steckertypen für mobile Geräte. Den 30-Pin-Dock-Connector, Lightning und Micro-USB. Dann ganz unten im Fächchen befindet sich ein herkömmlicher Netzstecker mit einem USB-Ausgang zum Aufladen der Powerbank. Somit hat man immer alles dabei und muss nie auf dem Trockenen sitzen, zumindest was der Strom angeht. Natürlich fragen sich jetzt einige, warum man eine Powerbank generell selber baut. Es hat natürlich auch Nachteile, zum Beispiel der Preis ist etwas höher wie bei einer gekauften Powerbank. Jedoch die Vorteile überwiegen für mich. Eine selbstgebaute Powerbank kann jeder, der sie auch gebaut hat, reparieren, weil jeder weiß, wie sie funktioniert. Und sie ist natürlich anpassbar, wenn jemand ein anderes Gehäuse möchte oder eine bestimmte Farbe oder irgendwas anderes, kann er das machen. Und somit kann man die auch erweitern, zum Beispiel eine Taschenlampe einbauen, einfach ein LED mit einem Schalter an die Batterie löten und schon hat die Powerbank eine Taschenlampenfunktion. Und natürlich, selber bauen macht noch Spaß. Bevor wir jetzt in die Bauphase gehen, könnt ihr noch einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Darin ist eine PDF, die Baudokumentation, verlinkt. Darin findet ihr alle Links zu den Bauteilen wie auch einen Schaltplan. Alle Angaben und Tipps ohne Gewähr. Jeder ist für sein Handeln und seine Fehler selber verantwortlich. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden und Verletzungen. Jetzt möchte ich euch noch schnell die Bauteile zeigen. Als Gehäuse verwende ich ein kleines Plastikgehäuse mit einer Klappe. Als Akkus verwende ich 4 ICA 650 Zellen mit einer Kapazität von 2,5 Amperestunden. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen oder auch weniger. Das ist euch überlassen. Zum Aufladen verwende ich 4 USB-Lader für jeden Akku einen. Diese USB-Lader haben einen maximalen Ladenstrom von 2 Ampere, haben einen eingebauten Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz. Somit müsste eigentlich mit euren Akkus nichts passieren. Dann benötigen wir noch eine Micro-USB-Buchse, um alle USB-Lader mit einem USB-Kabel betreiben zu können. Um die Spannung der Akkus für das Handy nutzbar zu machen, brauchen wir einen USB-Booster. Dieser erhöht einfach die Spannung und es ist auch direkt eine USB-Buchse daran. Um alle Komponenten miteinander zu verbinden, benötigen wir noch zwei Kabelsorten, ein schwarzes für Minus, ein rotes für Plus. Der Querschnitt sollte mindestens 1 mm betragen. Zuerst löte ich die Micro-USB-Buchse an den Laderegeln ab. Dafür ist es sinnvoll, einfach ein Micro-USB-Kabel einzustecken, um diese besser herauszuhebeln. Die abgelöteten Buchsen könnt ihr natürlich aufheben, falls an einem Gerät mal eine Buchse defekt sein sollte, könnt ihr diese dann reparieren. Im Folgenden lege ich fest, wie ich die Akkus im Gehäuse unterbringe und wo ich die Elektronik, zum Beispiel die USB-Booster, anbringen werde. Die USB-Booster kommen bei mir in den Deckel, deswegen bohre ich hier ein Loch und feile mit einer Schlüsselfeile die Form zurecht. Danach können die USB-Booster an der gewünschten Position mit Heißkleber fixiert werden. Im nächsten Schritt werden die 4 Laderegler installiert. Hierfür habe ich an der Oberseite schon mal 4 Löcher gebohrt, dass man nämlich die LEDs, welche auf den Ladereglern sitzen, auch noch von außen erkennen kann. Anschließend können die 4 Laderegler auch wieder mit Heißkleber in das Gehäuse geklebt werden. Im nächsten Schritt wird die Micro-USB-Buchse genauso wie die anderen USB-Buchsen angebracht und wieder mit Heißkleber fixiert. Bis jetzt sieht das jetzt so aus. Darauf folgend werden alle Lötpads von den USB-Ladereglern, der Micro-USB-Buchse und den USB-Boostern mit Lötzinn verzinnt. Im nächsten Schritt habe ich alle Kabelverbindungen wie im Schaltplan angebracht. Dies ist sehr einfach, befolgt einfach die Vorgaben im Schaltplan. Achtet darauf, dass die Polarität stimmt. Da die USB-Booster über eine LED verfügen, welche sofort leuchtet, wenn diese Strom bekommen, habe ich die im folgenden Schritt weggelötet. Um die Elektronik fertigzustellen, werden jetzt die Akkus an die jeweiligen Kabel für die Laderegler angelötet. Hierbei ist darauf zu achten, dass man die Akkus nicht allzu heiß werden lässt mit dem Lötkolben, so kurz wie möglich.
Als finaler Schritt werden nun die Akkus mit Heißkleber in das Gehäuse geklebt und das Gehäuse mit den beiliegenden 4 Schrauben verschraubt. Und schon ist eure erste selbstgebaute Powerbank fertig. Und das war's auch schon. Wenn ihr jetzt noch Fragen zum Thema habt, dann bitte in die Kommentare, genauso wie konstruktive Kritik und andere Videowünsche. Wem das Video gefallen hat, darf gerne abonnieren, um weitere Selbstbauprojekte und andere Technikthemen nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.